Sie kriegen mit 9 Jahren von dem Vater einen Auftrag. Geh mal an der Obermainbrück, da, an dem Baum und geh geradeaus. Und da unten ist ein Loch, bück dich mal und da hol mal einen Zettel raus. Hast du einen Kreis? Da gibst du mir den Zettel. Hast du ein Kreuz? Gibst du mir den Zettel. So. So. Hast du aber diese Zahl? Edda, Eva oder 4711, weil mir das gerade eingefallen ist. Dann nimmst du den Zettel und tust ihn dann da wieder im Toto-Briefkasten. Es war gefährlich, hier was abzuholen. Es waren 3 verschiedene Toto-Briefkästen. Zuletzt waren es nur noch einer da. Ein Toto-Briefkasten ist das, wo man schriftliche Informationen aufbewahrt und der Nächste holt sie ab. Warum hat man das gemacht? Die Post wurde kontrolliert im Dritten Reich. Und wenn sie telefoniert haben, musste sie ja voll vom Amt sagen, hier ist die Nummer, sowieso verbinden sie mich. So nicht wie heute, dass man gleich wählen kann. Das System ist so, dass jeder nur einen ganz bestimmten Abschnitt weiß, im Falle von der Gestapo geschnappt wird. Mir wusste ja nie, wer jetzt derjenige, wo es in die Schweiz schaffe, nach Darmstadt bringt. Man wusste auch nie, wann er ankommt. Wenn er in die Schweiz ankommt, dann hat man das wieder über einen anderen erfahren. Es ist nie was passiert. Das ist die einzige Widerstandsgruppe, wo keiner verhaftet wurde und keiner den anderen verraten hat. Mein Vater war der Verbindungsmann zwischen den Altstadtvater, den Höheren und den Untersten. Und sein kleiner Helfer war sein Sohn. So. Ich habe nichts verstanden. Ich bin auch manchmal hingegangen, da war nichts dran. Da habe ich meinem Vater gesagt, da ist was passiert. So war das. Ja.